Mach Mahlzeiten für immer. Ah, jetzt. Der Winter hielt Duisburg in seinem eisigen Griff und so versammelten sich die Siedler an langen dunklen Abenden um das Feuer. Sie mussten sich in warme Kleidung hüllen und ihre Kammern heizen, um die Kälte zu besiegen. Wo ich direkt sage, keine Ahnung, wie ich Kammern heize, geht glaube ich gar nicht. Komischerweise gilt das hier als draußen. Ah, ich glaube, ich weiß warum. Ich erkenne ein gewisses Loch hinter dem Haus. Juhu, Schnee! Wie ist das, wenn ihr alles transportiert habt? Nö, habt ihr nicht, aber egal. Genug auf jeden Fall ins Lager rübergezogen worden. Rüstung aus Leder, Gambeson, haben wir alle, Leder haben wir eh nicht. Das einzige, was ich gerne produzieren werde, wäre ein weiteres Buckler. Wenn irgendwann mal jemand Zeit hat, sich da dran zu setzen. Geht es als Schmieden oder als was? Raumtyp Produktionstempo 120%, weil es eine Werkstatt ist. Das habe ich übrigens zwischendurch mal angehabt. Es gibt gewisse Raumtypen-Legenden, wodurch man gewisse Boni bekommt. Exakt ein holzeres Bett, Heubett oder Heuschlafstelle. Ein kostbarer privater Raum, ein Zufluchtsort zum Ausruhen in Abgeschiedenheit, zum Träumen und Wachen allein in Frieden. Mindestens ein Rüstungsmachertisch, Bogenbauertisch, Schmiede, Tisch für Holzarbeiten, Steinmetztisch oder Nähplatz. Mindestens zweimal Werkzeugwandregal. Ach so. Dadurch, dass ich die Werkzeugwandregale dran gemacht habe. Was haben wir denn bei Bibliothek? Basisforschungstisch, erweiterter Forschungstisch, mindestens zwei Bücherwandregale. Die Idee kommen wir nämlich auch noch hier irgendwo. Kommen im Forschungsbaum noch richtige Tore? Gibt bestimmt auch 20% Bonus. Warum sollte man auch runtergehen und da arbeiten, wenn man von oben alles runterhacken kann? Dorfbewohner leidet unter Kälte. Minus 12 bis 27 Grad. Und der wilde Plattenhandisch hat übrigens auch inzwischen gar keine Trefferpunkte mehr.
Aber ganz hübsch mit dem Schnee. Köchin war Brunhilde. Mach es mal als erste Priorität. Oh, ich habe Wölfe gehört. Nicht, dass ich... Gibt es Wolfsangriffe? Wir können mal kurz die Forschung ein bisschen durchgehen. Es gibt ja erst zwei Forschungsstufen. Ob hier wirklich irgendwas kommt wie Tore. Chemie sind Heilpakete, fermentieren, Essig herstellen, weitere Möbel, Stahl, Streitkolben, Schwerter, Armbrüste, Armbrüste 2, Forschung 3. Destillieren, weitere Schilde, mehr Rüstungsmacherkram. Deshalb, ich finde, nach einem gewissen Fortschritt wird es dann doch relativ übersichtlich. Zimmerhandwerk, Langbogen produzieren. Ach, Gunhilde, warum kannst du alles? Also alles, was gerade so ein bisschen wichtig wäre. Wird doch noch ein Stronghold. Kann ich dir nicht so sagen. Warum lasst ihr die Tür eigentlich überall offen? Ach, das ist das Ding, was ich suche. Lehmfeuerbehälter. Der heizt die Räume auf. Es kommt mit dem Bau nicht voran, weil es nacheinander abgebaut wird, beziehungsweise bebaut wird. Komisch, die Steckrüben und der Weid und die Gerste überleben.
Ich habe jetzt extra alle nochmal resettet, weil es läuft hier vorne und hinten nicht, wie es gerade. Wie es hier gerade abläuft. Schrecklich. Ah, jetzt wird es wärmer drin. Das Ding hat einen An-Ausschalter. Wir leben in so modernen Zeiten. Grad einfach mal. Das ist aber schon muckelig. Für im Laden. Betet ruhig zu eurem Gott. Er wird euch eh nicht helfen. Kann ich nicht ändern. Ihr habt schon Winterbekleidung. Aber muss man wirklich den einzelnen Dorfbewohnern eigene Schlafquartiere bauen, damit die zufrieden sind? Also Schlafzimmer gibt's ja als Darstellung. Raum erstellt Bibliothek. Wie viel Forschungsbonus kriegt man dadurch? 30%. Ja, okay, 120%. Aus irgendwelchen Gründen machen wir nochmal plus 12% obendrauf. Aber die Deko selbst kann nicht mit Büchern bestückt werden. Aber das mit den Räumen, also mit dieser Raumdeklaration, das haben die, glaube ich, wirklich auch 1:1 von Frontiers Fortune. Oder wie es heißt. Fortune. Ich weiß es, ich müsste es nachgucken. Das Heinzelmännchen-Survival-Spiel. Für mich ist das einfach das Heinzelmännchen-Survival-Spiel. Da hast du ja auch, indem du gewisse Deko-Objekte in den Raum stellst, klassifizierst du den Raum und kannst gewisse Boni bekommen. Du bestehst auf dein eigenes Zimmer wegen Privatsphäre. Ich habe deinen Namen hier noch nie gelesen, deshalb kann ich dir nicht sagen, Founders Fortune meintest du. Dankeschön. Mein Gott, es ist minus 21 Grad draußen. Habe ich das Gefühl, es wird nicht besser manchmal.
8 Grad Innenbereich, trotz der hohen Wärmedämmung. 7,3 Grad, es ist minus 31 Grad draußen. Das scheint ja auch hier ein Fehler zu sein, dass die Pflanzen nicht absterben. Im Winter übrigens Bergbau betreiben dürfte gar nicht möglich sein. Möchte ich sehen, wie du den Vorgarten umschaufelst, während Schneefall ist. Ihr werdet immer an der Kälte, also unter der Kälte leiden. Hallo. Donner im Chat. Ob ich später noch bessere Kleidung bekomme? Ich glaube nicht. Da geht es nur um Rüstungsmacher. Doch schade, dass eigentlich alles zukünftige Bild nur noch... Ja, nur noch Waffen ist. An sich ist der Forschungsbaum ab Forschung 2 gegessen. Ja, okay, Health Packs. Aber es ist halt wirklich wenig. Schade. Fangt sogar wirklich mal an, hier Eisenbarren zu schmelzen. Und Lehmziegel. Und eigentlich habt ihr sogar noch Gerste zum Einlagern. Verstehe ich auch nicht, warum man nicht einfach Gerst und so weiter, dass sie, ich hasse eigentlich dieses Lagerprinzip. Also das Lagerprinzip ist vielleicht übertrieben, ich hasse nicht das Lagerprinzip, aber dieses, also Rimworld hat ja gezeigt, ne, wenn du alle Sachen einfach auf dem Boden legst, ist halt ein bisschen scheiße. Ich glaube, das ist das, was mich eigentlich stört. Die Entwickler haben Rimworld sich angeguckt, fanden das, oh, die haben voll Erfolg gehabt damit, haben aber Rimworld, glaube ich, selbst nicht gespielt. Also nicht auch so viel, wie ich Rimworld gespielt habe zum Beispiel. Weil dieses Aufeinanderlagern, also ein Truhensystem ist 10.000 Mal besser mit ein paar Slots da drin, die du belegst, als dass du einfach Felder belegst. Das ist eine Sache, die bei mich, das muss ich doch sagen, die mich bei Rimworld manchmal ein bisschen stört. Dass jeder Gegenstand einen Platz braucht, aber auch gestapelt werden kann. Übrigens ist die Musik gerade hängen geblieben, das ist auch ein Bug, das mir auch schon häufiger passiert. Hm,
glaube, deshalb springt der Funke bei mir nicht 100% rüber hierbei. Weil es ist keine Verbesserung von RimWorld. Wie geht's dir? Wenn du wissen willst, wie es mir geht, match mich bei Tinder. Uyaka! Der Scherzkeks. Der Scherzkeks ist irgendwie ein bisschen müde. Nahkampfwaffe einhändig komme ich, glaube ich, hin. Alle Schilde. Das jetzt am besten. Wobei, kann ich bis zur Wand ziehen? Dann ziehe ich das Gebäude einfach hoch und das verbinde ich dann mit den Zinnen. Mal schauen, ob ich dich da finde. Dürfte doch gar nicht so schwer sein. Easy going. Kommst genau richtig. Machen gleich Schlafstream. Kann ich dir mal eine Möpse zeigen? Ohne Super-Like geht bei mir nichts. Dann habe ich noch nie dich gesehen bei Tinder. Weil dir hätte ich ja definitiv ein Super-Like gegeben. Wenn ich welche nutzen würde. Und Hilde kommt mit, nichts Bergbau. Es gibt Menschen auf Tinder, die tun mir irgendwie leid. Mach mal Facebook Dating. Also benutz mal Facebook Dating App. Das sind die Menschen, wo man sagen muss, krass. Oder auch ganz schön LaVou damals. LaVou abends reingucken in die Dating-App und dann die Livestream-Sachen gucken. Ich habe nur eine einzige vernünftige Person darüber kennengelernt,
gute Freundin geworden von mir, aber sonst ist das wirklich Blick in schwarzes Loch. Also nur, dass man was sieht. Starker Frost macht den Boden stahlhart und vernichtete angebaute Pflanzen. Bäume spalteten sich, Vögel erfroren und Flüsse vereisten. Für die Siedler war es lebenswichtig, sich warm anzuziehen und die Schlafräume von Duisburg zu heizen, um den tödlichen Kuss der Kälte zu entrinnen. Wie kalt kann es denn noch werden? Wattloch? Es geht darum, es ist ein schwarzes Loch einfach. Du saugst, deine Augen können gar nicht mehr davon abhalten. Und Hilde, dir fehlt wahrscheinlich Meisterschützenfähigkeit, ja. Du kannst aber den anderen Langbogen nehmen. Sollst deine Bewohner nicht drin lassen wegen der Kälte? Die machen doch, was sie wollen. Bier mit Asche? Aus sowas kommen nur die Engländer. Anias produziert Bier und Asche. Gerst und Brennstoff. Minus 30 Grad und der Schnee ist verschwunden. Das ist halt einfach mal so. Aber gerade das Alkohol anscheinend wirklich ein Problem gerade wird. Aber sonst geht's ihnen eigentlich gut. Das Holz da unten nicht wegmachen. Bei 13 Grad schlafen könnte schlimmer sein. Ich habe schon bei Minusgraden geschlafen. Ich habe es auch überlebt. War zwar nur eine Nacht. So, auch wenn der Boden angeblich steinhart ist, ihr macht das schon. Hast du vielleicht vorher was Kleines schon mal getrunken? Nein. Hm.
ob unser Lager voll ist? Bisschen. Genau, nimm mal den Streitkolben. Dann ist Serena unsere zweite Frontkämpferin. In meiner Bude ist entweder sau warm oder sau kalt. Das hatte was mit dir zu tun und nichts mit der wahren Temperatur des Raumes. Ich habe Tinder durchgespielt, kein Pascal. Das kann nicht sein. Du solltest deine Tinder-Einstellung überprüfen. Suchst du Mann, maskulin, Altersgrenze hochstellen auf 19? Ich habe Tinder durchgespielt. Ich habe im Radius von 45 Kilometern Tinder so weit durchgespielt, dass es gesagt hat, keine weiteren Matches in der Umgebung und danke für Gesundheit. So sieht's aus. Ich habe hier nur alte Männer. Erschreck dich nicht, das ist immer so hier im Chat. Müssen Lehmwände werden, weil Lehmwände beste Wärmedämmung. Ist es dann potenziell möglich, dass ich dir einfach kein Like gegeben habe auf Tinder? Sehr wahrscheinlich. Also ich resette mein Profil auch gerne mal und spiele das Spiel nochmal von vorne. Einfach weil ich es kann. Überleg gerade, wie ich hier unten auch Stuben reinbaue.
Tja. Kalksteinboden oder Lehmziegelboden? Beides zu teuer. Und das wird 20% schneller laufen darauf. Was braucht ihr nochmal für den Schlafraum? Ach, Keramikwandregale für die Küche. Ich glaube, Twitch ist die neue Dating-Plattform. Nein. Nein. RimWorld 2 wird es wahrscheinlich niemals geben. Gittertür, ein Portal mit Aussicht. Man sieht, wer oder was draußen ist, bevor man es öffnet. Tja, aber warum sollte ich sowas bauen? Gefa nähert sich mit ausgestreckter Hand und einem warmen, offenen Lächeln. Gefa war sehr daran interessiert, etwas über Duisburg zu erfahren und nur allzu bereit mitzuhelfen. Alles, worum sie bat, war ein sicherer Ort, den sie ein Zuhause nennen dürfte. Das ist ein Klumpfuß, aber dafür bist du Mediziner. Theoretisch kannst du auch Nahkampf. Ich glaube, da gibt es keinen. Was würde ich sagen? Die Größe ist erstmal egal. Soll ich Rüstungen anziehen? Ich auf Ausstellen. Warum? Nur weil die ein bisschen langsamer werden durch die Rüstung? Tja, Schlafzimmer braucht nur das Holzbett. Warum hast du in den Boden gebaut? Ich habe in den Boden gebaut, weil ich hier Eisen abgebaut habe und Lehm an der Stelle. Ja, legt euch einfach mal mitten in die Kälte draußen hin. Ihr seid lustige Kerlchen.
Alter. Brauchen die da unten nur eine Heizung. Was? Ihr habt kein Holz mehr? Oh. Verschwenderisches Pack. Nein, auf alles nein. Sie soll nicht permanent hier eine Rüstung tragen. Im Kampf tragen nur Nahkämpfer Rüstung. Fernkämpfer bekommen keine Rüstung. Muss auch erstmal wieder jemand kommen, der mich angreift. Die Rüstung, die ins Nahkampf hier sind, die sind eh alle im Arsch. Ja, ich wollte hier schon mal die Lehmheizung. Keine Ahnung, wo die jetzt sitzt. Die hat er oben drauf gesetzt. Dann nicht, die kann ich nicht mehr setzen. Muss den Kack ja heizen. Damit die Herrschaften nicht so frieren. Nur neue Forschung möglich. Schmieden. Für Kurzschwert oder... Ich hatte Hellbade gesagt. Und deshalb ist das... Belegen von Betten übrigens, also irgendwie zu sagen, pass auf, das Bett gehört XY einfach besser. Anstatt, dass sich die Siedler einfach irgendwo hinknallen. Keine Ahnung, warum die das nicht übernommen haben. Die haben so viel von Rimworld übernommen, warum haben die sowas nicht übernommen? Den kleinen Schritt hätten sie auch noch machen können. So, aber die Siedlung wächst und gedeiht weiter. Auch wenn es nicht perfekt ist. Es ist halt noch Winter. Ab Frühling geht es dann wieder ein bisschen besser voran. Haben auf jeden Fall eine ganze Menge Lehm jetzt hier rausgeholt. 4000. Das werde ich komplett verwenden für den Aufbau von hier. Weil kommt noch eine zweite Etage drauf. In der zweiten Etage kamen nochmal 4 Betten rein. Raum erstellt, Schlafzimmer. Juhu, weil er zu ist. Sie erscheinen schweigend, die Augen holen, die Haare wild, ranzig riechend und mit Blut besudelt. Erkannte jeder in Duisburg diese Plünderer als Meuchelmörder der tödlichsten Art. Sie waren bar jeder Vernunft und hatten nichts mehr zu verlieren. Ach, jetzt kommt auch der Überfall jetzt schon.
Leute, lasst das bitte jetzt hier. Kein Holz abbauen mehr. Vor allem nicht in der Nähe von den Feinden da oben. Wann zeigst du eine Möpse? Ich zeig gleich meine Möpse. Jetzt sei mal nicht so ergreifend. Hier gerade nicht noch eine Rüstung. Achso, die hat er schon ausgerüstet. Noch irgendwas Rüstungstechnisches hier? Natürlich nicht. Natürlich genau die andere Richtung lang, ne? Keiner hat eine Fernkampfwaffe von denen. Genau so muss das laufen. Steve ist tot. Was so eine erhöhte Position ausmacht. Okay, die langen Bögen machen es vielleicht auch. So, machen wir an der Stelle einen Break. Die Siedlung sieht so aus, wird nächstes Mal natürlich noch größer, schöner und besser. Jetzt werden erstmal ein paar Leute verarztet. Aber sonst ist ja alles super. Hier ist alles super, hier ist alles toll, so viel wie du magst.